Boah. Das war das Schlimmste an Fertigsuppen, was ich jemals gegessen habe. Wir raten ihr lieber, die Turmbaude zu schließen. Aber ich sehe den Turm. Ey, wenn Räuber Hotzenplotz lebt, dann hier. Also garantiert. Hallo. Hallo. Hi. Ich hab das aber schön kuschelig hier oben. Aber wirklich oben. Betonung auf oben. Schön, wenn es euch gefällt. Also der Mandy sieht man wirklich den Stress im Gesicht an. So, sie ist echt fertig und jetzt ist sie auch noch ganz aufgeregt, dass wir gekommen sind. Du kochst ja auch, ne? Ich koch selbst, ja. Dann rein in die Küche, rein in den Reich. Richtige Hüttenwirtin, oder? Ja, genau so. Also, und wir dürfen wo sitzen? Hier oben. Auf geht's. Okay, gehen wir. Also gemütlich ist es hier, ne? Ja, urig. Gibt es eine spezielle Empfehlung heute, oder? Frostbrede. Das ist eine Thüringer Spezialität. Ja, nehme ich. Okay, und das ist da drauf auch, oder? Das ist mit okay, dabei, ja. Ist mit dabei. Das weiß ich schon, dass ich das nehme. Gut. Boah, hausgemachter Flammkuchen. Ha, also den nehmen wir vorne weg. Ganz ehrlich, wenn du auf eine Wanderhütte gehst, vermisse ich jetzt gleich mal so eine Jause, was sagt man, so eine, also mir sagen Bretteljause, wo dann so ein Schweinebraten kalt runtergeschnitten ist, gerissener Meerrettich, ja, so ein paar kleine Quarktipps und so. Dann schlägt man eine Karte auf, die mit dem Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also da fehlt mir einfach der rote Faden, und zwar diese Hüttengaudi, dieses Bergfeeling. Hier steht irgendwie, hier kocht die Hüttenwirtin noch selbst. Frisch und lecker, steht ja, hier wortwörtlich. Ja. Okay. Andi fängt an. Den Salatteller. Mit Hähnchenbruststreifen? Mit den Hähnchenbruststreifen, genau. Den Trusetaler Bergsalat. Und dann nehme ich die Thüringer Klöße. Dann das Thüringer. Als erstes Möhren-Ingwer-Salat. Und dann den Bergsalat. Den Möhren-Ingwer-Salat? Nö, den nehme ich als Suppe. Ich muss natürlich so eine Bratwurst dann probieren, so eine Thüringer mit hausgemachten Kartoffelsalat. Wieso sind so komische Buchstaben hinter dem hausgemachten Kartoffelsalat? Die Zusatzstoffe. Und warum steht dann hausgemacht davor? Weil der hausgemacht ist. Aha, und die Zusatzstoffe? Die Chefin selbst. Das heißt, die Mayonnaise und das, deswegen ist diese, sind die Ziffern da, weil die Mayonnaise gekauft ist, oder? Deswegen. Nehme ich an, oder? Hallo? Ich rede mit dir. Nee. Das wäre jetzt der Hammer, wenn der Flammkuchen anbrennen würde. Also? Geht das Öl drauf? Ja. Der braucht noch, der ist noch nicht gut. Wir sind zusammen im Ofen, jetzt braucht einer länger als der andere. Ich werde verrückt. Der ist nicht gut. Warum geht denn nicht? Greift einer länger, der andere kürzer? Kriegen Anfall. Es ist groß hier. Ach, siehst du, schade, da hätte ich doch noch mehr bestellen sollen. Also, einen Flammkuchen kenne ich natürlich in der größeren Version. Und ich kann jetzt schon sagen, dass der Teig zu kurz gebacken ist, weil der ist nämlich noch roh. Was kostet das Ding? 4,30. Das ist eine Ansage. Also, von der Zeit her haben wir jetzt unseren Flammkuchen gehabt und jetzt. Und die Vorspeise kommt. Salatteller mit Hähnchenbrust und die Möhrensuppe. Das ist die Möhrensuppe, genau. Super. Schau mal, was mir gerade aufgefallen ist, als es herkam. Siehst du das? Du Freund der Industrie. Hau rein, Ole, gib alles. Du darfst anfangen. Mit der kann man die Wand auch malen, glaube ich. Boah. Sie hat einen ganz künstlichen Geschmack gehabt und hat wirklich so nach Baby-Aa-Möhre geschmeckt. Ah. Nee, also ein Glück hat sie die von der Karte genommen. Also das war das Schlimmste an Fertigsuppen, was ich jemals gegessen habe. Frittiertes Fleisch. Und es schmeckt nach so einer Fertiggewürzmischung. Meine Mutter hätte mir sowas nicht vorgeknallt. Also irgendwie war die doch in der Pfanne ein bisschen und Fritte oder wie? Die war also total verbrutzelt. Jetzt geht's an den hausgemachten Kartoffelsalat, Mayonnaise-Salat und das Ganze einmal nicht lecker. Ich finde es jetzt mal für die erste Runde schon ganz schön schwierig, wenn man den Flammkuchen da noch mit einbezieht. Ja. Also ich laufe ja nicht mehr hoch. Das Schnitzel, ist das jetzt gebraten für den Spargel? Ich hab kein Schnitzel. Heike, dort liegt's doch. Ja, sorry, aber du hast gesagt, ich sollte das richtig machen. Ich mach das jetzt raus und mach das nochmal. Nee, du machst jetzt gar nichts mehr, ich schmeiß jetzt das Doreen. Nimm bitte, wir nehmen jetzt einen neuen Tiegel. Die Klöße sind schon lange fertig. So, weiter geht's mit den Kalbsbraten. Ja, danke. Dankeschön. Sieht auf jeden Fall appetitlich aus. Das Fleisch ist auf jeden Fall zart. Die Soße ist nicht selber gemacht. Echt? Oh Gott, ich finde euch so blöd. Genau. Bloß weißt du.
Ist das ein gutes Zeichen, dass du es jetzt weitergibst oder ist es ein schlechtes Zeichen? Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Da waren noch so ein paar Convenience-Produkte mit dabei, aber da hat sie schon viel mehr gekocht. Oder? Das nächste Gericht. Das finde ich mal jetzt urig in der Pfanne. Der da, was die? Der ist aber nicht selber gemacht, oder? Der ist selber gemacht. Hey? Mhm. Nicht so rund. Muss ich auch noch mal rein. Mmh. Guten Appetit. Dankeschön. Blaue Kartoffeln, hier ist das, Maria. Da hat sie mal irgendwo was aufgefangen. Mein Gott, also bitte, wir brauchen hier keine blauen Kartoffelchen, wir brauchen hier einfach gute Kartoffeln in der Schale gekocht, aus die Maus. Mach frischer Spargel, bisschen weich gekocht. Aber ich finde jetzt so im Allgemeinen, wenn man jetzt so die Hauptgänge zu den Vorspeisen vergleicht, dann ist aber schon eine deutliche Steigerung. Ist so, ne? Das ist nicht mein Ding, aber man muss jetzt auch fair sein, es ist ein gutes, ordentliches Stück Fleisch. Das muss man auch dann eingestehen. Mhm. Da muss man sagen, ja, also ja. Da gibt es keine Beschwerden, würde ich sagen. Ich hätte halt ein klassisches Cordon Bleu hier auf der Hütte als 10-mal besser empfunden. Warum muss es eine griechische Füllung haben? Warum nicht einfach Schinken und Käse? Und dann einfach geil. Das passt doch viel besser auf eine Hütte. Mei, die Gerichte passen halt eher also runter ins Dorf, in ein Dorfrestaurant. Mhm. Und was würdest du, wenn du hier auf eine Hütte fährst, was wäre so einfach, ich möchte das einfach nur erkunden mal, was würdest du auf eine Hütte erwarten? Ein paar Knacker. Hä? Ein paar Knacker mit Brot. Was heiße ist das? Knacker. Was, heiße Knacker. Die Frau geht lieber auf eine Bockwurst. Das ist geil. Und soll mir was verkaufen. Finde ich jetzt kulinarisch komisch. Schlecht war es nicht, aber verbesserungsfähig. Hm. Hm? Muss auch einen Grund haben, dass keiner hier ist. Gehen wir mal rein, oder? Hallo, 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 hallo. Hallo, die Damen. Du schaust ja aus wie ein begossener Pudel. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht, fühle mich gerade nicht gut. Fühlt sich gerade nicht gut? Ich bin total aufgeregt. Warum? Mein Magen fährt Achterbahn. Was uns halt einfach stört, dass also gefühlt sind hier 80% Convenience-Produkte. Und das, was ihr aber selber macht, ja, das ist lecker. Hm. Hier das Fleisch, das war ordentlich geschmort. Der Knödel, der war wirklich gut. Was mir fehlt, ist der rote Faden für eine Hütte. Weißt du, was ich meine? Hütte, Wandern, Urigkeit, Wald. Boah, jetzt gehe ich in die Hütte. Das passt alles, okay? Und dann erwarte ich mir einen richtig geilen Berg. Hüttenkäse, Wurstsalat, sowas. Und das kann man in Thüringen genauso geil essen, weil wir waren schon ein paar Mal in Thüringen. Sowas fehlt mir. Dieser rote Faden, der geht mir hier komplett verloren. Du bist schon mal fähig, hier etwas zu kochen, ne? Das haben wir nämlich gemerkt. Nur, das ändert nichts an deiner Situation, ne? Weil du bist nämlich mit Nerven durch. Ja. Und da müssen wir jetzt erstmal dran arbeiten. Ich meine, du hast zwei Läden und wir werden uns morgen mal noch einen anschauen, und zwar deinen zweiten. Hallo! Mach die Tür zu. Tür zu. Guten Tag. Hi. Guten Tag. So, jetzt geht's ums Bestellen. Da ist ja einiges auf dem Programm. Mhm. Ist lecker. Ich glaube ich. So, und erstmal Aussie-Burger. Das ist jetzt was jetzt wirklich? Leberkäse, oder? Mhm. Also hier im Osten hast du zum Beispiel das Nägelschnitzel und eine Scheibe Jagdwurst, die paniert ist wie so ein Schnitzel. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Also es ist nicht totgebraten und es schmeckt nach einem Stück Fleisch mit Zwiebel. Ja, also es ist. Und überleg mal, das kostet 2,80 Euro. Es ist für einen Imbiss absolut okay. Okay. Das könnte halt optisch schon noch ein bisschen mehr hermachen. Ne? Also wenn ich jetzt das aufklappe, dann hätte ich da schon gern so, wenn so ein paar Tomaten und Zwiebelringe so ein bisschen raushängen, das könnte man schon noch schöner machen. Kann auch eine geile Currywurstsoße machen. Ne? Ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber du hast dann auch mal wirklich eine herausragende Wurst. Grundsätzlich, das hat alles Geschmack, das ist ein guter Imbiss. Ne? Das freut mich aber. Ja, na wirklich, ist ich so. Ich bin voll begeistert. Ja, aber also trotzdem, also man kann halt überall noch ein bisschen mehr machen. So grundsätzlich müssen wir jetzt auch mal vor allem rausfinden, warum es dir nicht so gut geht. Weil normalerweise kann man so bei Imbisskonzepten eigentlich noch ganz gut Geld verdienen in der Gastronomie. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wo also da der Haken hängt, vielleicht am Preis. 16 Tage und musst ein Jahr dafür arbeiten, dafür, dass du 16 Tage Umsatz machst. Was soll man da noch sagen? Das ist eindeutig. Ich habe mich auf jeden Fall mit den Zahlen so noch nicht auseinandergesetzt. Sinnvoll für dich ist, wenn du wieder voll unten bist in deinem Imbiss. Das heißt, du wirst wieder mehr Gewinn machen. Du bist hier ein Jahr und hast jetzt Probleme, hast uns gerufen und warst vorher 7 Jahre in deinem Imbiss und hast uns nicht gerufen. Sagt dir das was? Ja, schon, aber ich wollte ja von Anfang an alles richtig machen. Nee, aber sagt dir das nicht irgendwas? Ja, natürlich sagt mir das was. Du hast im Imbiss anscheinend nicht so viel verkehrt gemacht, Mädchen. Ja, okay. Das Schlimmste wäre, wenn ich einen von beiden Läden aufgeben müsste. Das möchte ich natürlich nicht. Wir brauchen von dir eine Entscheidung, damit wir weitermachen können. Wie hast du dich entschieden, Mandy? Das ist jetzt die Frage. Und demzufolge möchte ich euch bitten, mich in beiden Geschäften zu unterstützen. Wir glauben nicht,
dass die Turmbaude für dich ein finanzieller Erfolg werden wird. Das müssen wir dir ganz ehrlich sagen, auch nicht in einem Jahr. Kartoffelsuppe passt natürlich super mittags in so einen Imbiss rein. Und wenn man auf einer Hütte ist, dann passt sowas natürlich auch. Es gibt da verschiedene Varianten. Man kann einmal eine ganz normale Pellkartoffel kochen und die dann durchpressen und dann mit einem Gemüse- oder Geflügelfond fertig machen. Oder man kann die Kartoffel ganz langsam dünsten und diesen Weg ziehe ich jetzt vor. Also wir machen jetzt Feintuning Currysoße, oder? Ja, sehr also, gerne. Also die Currysoße, die wir heute hatten, war für den Imbiss gut. Aber man kann sie noch geiler machen. Also du musst jetzt abgeben können. Ich sag dir, du kommst jetzt in eine geile Position. Wir nehmen eine neue Position ein, dahinter. Ihr drei geht daher und wir machen gar nichts außer abgeben. Okay? Zwiebeln anschwitzen mit der Knoblauch glasig, ohne Farbe. Schau, und jetzt kann die Chefin schon eigentlich, wenn sie es einmal dann zeigt, da schnauft sie schon. Schau mal. Fällt dir schwer, oder? Ja. Weiter, Bananen her, Mädels, Bananenschälen, jeder eine. Die Banane jetzt ganz rein? Zerbröseln wir so, schau her. Das ist entspanntes Kochen, oder? Das ja. Geht nämlich auch im Leben. Morgen! Guten Morgen! Morgen. Hallo! Hallo, schönen guten Morgen, wie geht's? Oh. Gut! Wenn ihr da seid, geht's uns gut? Das ist klar, wenn Frau da ist, ist schon alles vorbereitet, ja. Schon ausgepackt, schon geputzt und alles hergerichtet. Also der Ole, der ist hier unten, der pimpt ein bisschen den Imbiss auf mit der Heike. Und wir haben ein bisschen was aufgeschrieben. So, und das schmoren wir jetzt weich. Knaller. Ja. Das auf dem Fischburger ist ein Traum, oder? Mit Sicherheit. Ja. Das schmeckt mit der Frische raus. Und zum Fisch packt, das passt hervorragend. Dann machen wir oben und unten was von der Creme drauf, oder? Ja. Und ein bisschen. So, schmecken wir das ein bisschen ein. Und dann ein bisschen was von dem Salat. Das ist nämlich auch schön, wenn der da so rausguckt. Ne? Ich werde den Fisch jetzt haben. Also erst hier auflegen, genau. Können wir auch einmal, siehst du, guck mal, das Ganze muss man nicht mitessen, was da rausgeht, ne? So, und den hier oben rauf. Und dann natürlich nochmal, ist ja das Highlight. Ist ein Traum, oder? Und da bröseln wir jetzt die Hefe rein. So, ja, damit die sich jetzt hier in der Mitte gleich auflöst. Fladenbrot soll außen schön knusprig sein und innen möglichst fluffy, ja? Ich meine, wir kennen den ja also vom Kebab, das ist jetzt auch keine neue Erfindung. Und genau das will ich ja auch auf so einer Hütte haben. Wir machen jetzt einen Schweinebraten, weil wir daran glauben, dass ein Schweinebraten auf die Hütte passt. Aber auch unten im Mittagstischgericht, im Imbiss, kann man auch einen Imbiss einbauen. Durch den Senf außenrum und alles, gell, kann das dann ganz schnell anbrennen. Ja, anbrennen. Also schön aufpassen, umdrehen, hier drauflegen und dann schmeißen wir es in den Ofen, beide Stücke, okay? Ich traue es jetzt schon zu, weil ich kann ja immer noch nachtragen. Schon mal rein damit. Doreen, du bist heute mal nicht am Salatposten, denn du bist mit den beiden Jungs am Herd. Denn wir wollen dich stärken, denn du sollst nachher die Entlastung sein für Mandy. Es geht ja darum, dass sie ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann. Oi! Drei Rindsuppen, als zweites das Rostbrätle. Jawohl! Eine Kartoffelsuppe und zweimal Schmarrn. Heißt das Schmarrn? Naja, es ist schon manchmal nicht so schön geschrieben. Also mehr dahin geschmiert. Schweinebraten. Es war schon eine schwer zu entziffernde Schrift, die wir von Diana da bekommen haben. Noch eine Kartoffelsuppe? Ja, Moment. Ich hab's an die 5a geschafft. Wie ist an die 5a? Moment mal, ich hab dir doch gesagt, 5b, zwei Kartoffelsuppen. Ja, ich hab's falsch geschafft. Da hast du mir gesagt, dass da eine Rindsuppe rauskommt. Dann hast du es an den falschen Tisch gebracht. Ich habe die Tische vertauscht. Ja, weil es wie immer ist halt. Es ist purer Stress, weil irgendwo was vom Service her nicht passt. Mhm. Und dann ist Küche Chaos und wir kommen nicht hinterher. Wenn am Anfang eines Service gleich mal die ersten zwei, drei Bons unrund laufen, dann geht das meistens noch mal so, das hängt sich 15 Minuten, 20 Minuten an. Du musst ja noch so machen und musst dich dann auch auf deine Mitarbeiter verlassen, dass sie das genauso machen, wie du es möchtest. Zweimal geschnetzeltes, viermal Rostbrätle. Bitte? Falsch, stopp, stopp, falsch. Du sagst alles zusammen an. Den interessiert das nicht, auf welchen Bon das ist. Wir schicken beides zusammen. Ja, das interessiert die aber nicht, weil wir schicken alles zusammen gleichzeitig raus. Und das muss ich jetzt halt lernen. Wir machen das natürlich immer so, dass wir einen Zettel abarbeiten und den nächsten vornehmen. Verbesserung, viermal geschnetzeltes, viermal Rostbrätle, einmal Gulasch. Jawohl. Alles klar. Wie lange braucht ihr?
Von meiner Seite 3. Von meiner Seite auch. Mandy war jetzt am Anfang cool, zwischendurch ist sie weggeschwommen und dann hat sie sich wieder gefangen. So würde ich es mal bezeichnen. Ich darf mal ganz kurz alle herzlich begrüßen. Es gab einige Probleme bei dir in der Turmbaude, liebe Mandy. Wir haben sie ein bisschen optimiert. Für euch, pass auf, da müsst ihr euch zusammen, ich möchte euch allen in die Hand geben, weil ihr seid die Küchenpro. Ihr habt es gecheckt, aber. Durch die Zeit hier oben mit den Jungs geht mir es einfach besser. Sie haben mich unterstützt. Das gibt für mich sicherlich einen Neustart. Hat mir viel Spaß gemacht und ich habe, denke ich, doch einiges mitgenommen.